Wer schaut Ihnen hier entgegen? Welches Gesicht? Karla, Sie! Sie schauen rein, liebe Zuschauer. Sie machen den Spiegel auf. Und jetzt schauen Sie, was steht hier drinnen. Zum einen, ich bin in einer vollkommen glücklichen Beziehung. Es geht mir so gut. Dann finanzieller Reichtum fließt rasch und mühelos in großen Mengen in mein Leben. Das heißt, ich klebe einfach einen Wunsch hinein, wo ich draufschreibe, wie es schon sein soll. In dem Moment, wo ich dann in den Spiegel hineinschaue, wird es mir praktisch gespiegelt, dass es schon im Jetzt ist. Ja, aber natürlich. So simpel ist das. Einfach so einen verkitschten Zauberspiegel vom Sperrmüll der Hexenschule holen, ein paar Post-its mit absurden Wahnsinnswünschen reinpappen und Hokuspokus-Sockenschuss werden alle Träume wahr. Wenn Sie sich diesen potthässlichen Schamanenspiegel für 150 Euro gekauft haben, können Sie wirklich jeden Wunsch da reinkleben. Außer nach Intelligenz natürlich. Dafür ist es dann schon zu spät. Aber sonst können Sie sich alles wünschen. Reichtum, die Weltherrschaft, einen Schulabschluss, mehr Post-its. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und es kommt noch besser. Das ist auch ein garantierter Speckwegspiegel. Damit können Sie endlich Ihre Traumfigur bekommen. Sie dürfen nur nicht in Ihre fette Fresse gucken und denken: Pff, hallo, Mr. Pfannekuchen, bist du aber wieder dick geworden? Nein, Sie müssen sich Ihre eigene Wabbelvisage positiv vorstellen. Da ist der Hase im Pfeffer begraben, weil wir sind dann unzufrieden. Ach, ich bin so dick und hier kneift's und da. Und wir projizieren das ständig. Wir schauen in den Spiegel und sagen, oh, es ist nicht das, was ich mir wünsche. Ja? Und in dem Augenblick, wo Sie das Bild von einem schlanken Körper und wenn Sie kein Foto mehr haben, Zeitungsartikel ausschneiden, Traumkörper aussuchen, Kopf ausschneiden, draufkleben und okay, da rein. Und in dem Augenblick, liebe Zuschauer, das passiert ungefähr so. Sie schauen in den Spiegel, Sie schauen auf das Bild, der schlanke Körper, Sie schauen rein und suggerieren Ihrem Unterbewusstsein, Ihrem inneren Kind: Ich bin schlank, ich bin vollkommen schlank, ich liebe meinen schönen und gesunden Körper. Und liebe Zuschauer, Sie werden essen können, was Sie wollen. Sie müssen überhaupt nicht mehr Kalorien zählen. Im Gegenteil, jeder Bissen macht Sie schlank. Das stimmt. Ich habe das selber ausprobiert. Ja, das klingt vollkommen plausibel. Das heißt, also ich sage mir einfach, ich liebe meinen tollen Körper. Auch wenn ich aussehe wie die dicke Schwester von Godzilla. Und mein Unterbewusstsein ist so unfassbar dämlich, dass es mir fetter Qualle glaubt und mich vor lauter Blödigkeit wirklich schlank werden lässt. Ja, ganz genau. Da liegt nämlich der Mops im Majoran beerdigt. Du kannst das nämlich total verarschen, dein doofes Unterbewusstsein. Das hat so viel zu tun und meistens gar keine Zeit, um nachzugucken, ob du wirklich so aussiehst, wie du es ihm sagst. Und dann macht es dich lieber schlank, bevor es beim nächsten Blick total verwirrt ist und denkt: Moment mal, die aufgemoppelte Mastgans, die kenne ich ja gar nicht. Ja, wow. Ja. Also das heißt, Sie sagen einfach: Spieglein, Spieglein an der Wand, hast du mich etwa nicht erkannt? Und dann können Sie fressen, was Sie wollen. Die Fettsuppe wird Ihnen in die Schuhe laufen und die Pfunde werden sich von Ihrem Körper stürzen, weil Sie denken: Hey, was soll ich hier? Hier gehöre ich ja gar nicht hin. Jawohl, denn da liegt doch die Kröte in der Kresse, liebe Zuschauer. Der Körper macht doch, was er will, der blöde Sauhund. Lassen Sie sich von dem nicht vorschreiben, wie Sie auszusehen haben. Weigern Sie sich einfach, dick zu sein. Ohne Sie kann Ihr Körper gar nichts machen. Der ist total hilflos. Da liegt doch der Hund in der Pfanne und wird verrückt, oder? Also, liebe Patienten da draußen, bestellen Sie schnell den magischen Klapsmühlenspiegel mit Wunscherfüllungsgarantie für nur 150 Euro plus die geweihten Zauber-Post-its für nur 200 Euro. Und dann hängen Sie den spirituellen Spatzenhirnspiegel vor sich hin und zeigen sich ganz langsam den Vogel. Ja, übrigens,
Übrigens, als ich das letzte Mal in den Spiegel geschaut habe, sah ich eine gefährliche Geisteskranke. Ehrlich? Ich auch. Also das ist ja Zauberei. Ja, vor allem, du hast es vorhin auch so schön gesagt, Tigerauge, wofür steht der Tiger? Also, ich kenne keinen Tiger, der früh aufsteht und sagt, ach, ich weiß nicht, heute fühle ich mich so unsicher und so depressiv. Wer weiß, ob ich heute einen Hasen kriege, damit ich satt werde. Nein. Ein Tiger, ja, der wird immer früh, und wenn der Hunger hat, dann wird der knurrig und der jagt so lange, bis er sein Futter hat und bis er zufrieden ist. Und weil er seinen Selbstwert kennt, richtig, weil er selbstbewusst auftritt und sagt, genau, ich bin es. Ich bin hier die Nummer eins. Und wollen Sie nicht auch die Nummer eins in Ihrem Leben sein? Das wachen Sie doch mal auf da draußen. Legen Sie doch mal eine Kaffeetasse aus der Hand. Das kann doch nicht sein, dass Sie ewig hier zuhören und sagen, ach, das sind ja ganz schöne Geschichten und irgendwie hört sich das toll an. Ja, holen Sie sich doch das auch nach Hause. Das können Sie auch. Ja, 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 ganz genau. Deswegen musst du aber nicht gleich alle so anschreien, Gernot. Doch! Genau das muss ich, sonst hören Sie doch nicht zu, die doofen Sesselfurzer da draußen. Ja, Sie, genau Sie meine ich, Sie fetter, fauler Sack da mit der Kaffeetasse. Nein, das ist unser Aufnahmeleiter, den solltest du besser auch nicht aufwecken. Na und, ich bin ein Tiger, ich bin die Nummer eins im Beklopptenheim. Ich bin es, was auch immer. Und wollen Sie das nicht auch sein? Also irgendwas? Liebe Zuschauer, ja, denken Sie mal darüber nach. Der Tiger, der steht ja auch nicht morgens auf, kratzt sich am Sack, holt sich eine Tasse Kaffee und guckt dann Astro-TV. Nein, der Tiger, der hat ja auch was ganz anderes zu tun. Ah. Ne? Zum Beispiel kleinere Tiere fressen, im Dschungel ein Häufchen machen oder... Aussterben, das kann er auch gut, der Tiger. Oder Bettvorleger. Und wollen Sie das nicht auch? Aber selbstbewusst und mit so einer hässlichen, versteinerten Popelkette am Handgelenk. Jetzt, wo du sie gerade erwähnst, was macht die denn eigentlich, diese Kette? Hm? Das weiß ich doch nicht. Frag doch nicht immer nur mich. Ich rasiere mir den Kopf mit dem elektrischen Nasenhaarschneider und trage Platzdeckchen von meiner Oma als Blusen auf. Glaubst du da wirklich, ich wüsste irgendwas? Nein, jetzt wo du sagst. Aber nur mal ganz nebenbei, hast du heute denn schon deine Beruhigungstabletten genommen? Nein! Und die nehme ich auch nicht mehr, weil ich davon immer einschlafe. Und das will ich nicht, denn ich bin die Nummer eins im Tigertanger. Der Wahnsinnenstreifen, die Raspelrübe aus der Zwischenwelt. Ich brühe mir jetzt mein Armband als Kaffee auf und dann bleibe ich wach, bis ich platze. So. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie da waren. Der Gernot muss jetzt ganz dringend noch seine Spritzen kriegen. Ich hoffe, er beißt heute nicht wieder ein Pflegertod. Also, wir sehen uns nächste Woche. Da habe ich für Sie eine kosmische Energieunterhose, mit der man Gedanken lesen kann. Tschüss! Ich muss mal. Psst, sei doch mal ruhig.